helft uns! Habt Erbarmen! Gebt unsere Stadt nicht preis! Schützt uns vor Tod und Sklaverei! Ruhe! Über den Fluch der thebanischen Königsfamilie handelt das Theaterstück Antigone, das am 20. Januar unter der Regie von Petra Wüllenweber Premiere am Theater Pforzheim feiert. Gespielt wird eine Fassung von John von Düffel. Was führte dich nach Argos? Welcher Plan? Oder wo stehst du in der Schlacht? Warum fragst du? Wenn ich dich finde, töte ich dich. Ich komme dir zuvor! Aufhören, hört! Auf damit! Ja. Gibst du mein jüngstes Kind den Tode rein? Der vor rund 2400 Jahren entstandene griechische Mythos entrollt eine menschliche Tragödie, die von Menschenfrevel, Recht und Ungerechtigkeit gekennzeichnet ist. Mein Kind ist tot. Eigentlich beginnt die Geschichte damit, dass Theben in großer Gefahr ist. Ödipus' Söhne haben eigentlich abgemacht, dass sie die Macht aufteilen und immer abwechselnd regieren. Doch kaum ist der Erste an der Macht, will er sie nicht abgeben. Und der Zweite will nun Theben angreifen, um sich seine Herrschaft zu holen. Leider kommt es so, wie Ödipus im Fluch schon vorausgesagt hat. Die beiden Brüder bringen sich um. Und Antigone möchte gerne, dass beide Brüder bestattet werden. Aber Kreon, ihr Onkel, der neue Herrscher, sagt, der Bruder, der die Stadt angegriffen hat, darf nicht bestattet werden. Er muss vor den Toren Thebens liegen bleiben und dort verrotten. Doch das kann Antigone nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren. Ihr Handeln hat Folgen. Den Leichnam davor zu bewahren, Arsch zu sein. Bei mir stehen immer die Schauspieler ganz vorne und das heißt, ganz wichtig ist für mich zu sehen, was bewegt denn die Figuren, warum reagieren die so auf der Bühne. Das heißt, die Schauspieler, die Sprache, das ist das Zentrale, was man an dem Abend erleben wird. Haimon! Hörst du, wie dein Vater dich entehrt? Io! 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 Einige Elemente des Stückes lassen sich auch in der heutigen Zeit erkennen. Sonst würde ich als Lügner dastehen vor der Stadt und wer gehorcht mir noch, wenn ich nicht Ordnung halt im eigenen Haus? Ich glaube, wir werden ganz schnell an unsere heutige Zeit andocken können, wenn wir das sehen, weil man bestimmte Themen einfach im Alltag sofort wiedererkennt. Wie ist das, wenn jemand festgefahren ist? Wie ist das, wenn er eigentlich merkt, dass er irrt ist, aber nicht schafft, seine Haltung aufzulösen, weil er glaubt, dass er dann schwach wirkt und gescheitert ist? Und diese Engstirnigkeit und dieses Verharren, Beharren auf bestimmte Sachen, die sind leider auch sehr heutig im privaten, politischen und gesellschaftlichen. Und ich glaube, wir können uns da alle ganz gut wiedererkennen. Freuen Sie sich also auf Antigone am Theater Pforzheim. Bis an den Rand des Seins rührt deine Rede, jedoch du flehst vergeblich. Ich sag dir nichts, was hoffen lässt. Ich flehe nicht. Die Worte gehen um meine